willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Es stand sehr viel an, in den letzten Wochen ist wieder einiges passiert, beziehungsweise ist es immer noch auf demselben Stand. Es gibt natürlich keine Besserung. Es steht die vierte Welle bevor. Unser Gesundheitsminister sagt schon, wir müssen uns auf einen harten Herbst einstellen und nochmal durchhalten bis zum Frühjahr 2022. Ja, warum auch nicht? Es wird ja sonst auch langweilig. Dann hatte ich zwischendurch mal wieder einen Strike auf meinem Kanal wegen einem Video, das ich im Januar hochgeladen habe mit dem Titel "Wenn aus kleinen Theorien große Wahrheiten werden". Ich habe mir das Video dann nochmal angeschaut und ich muss sagen, dass das, was ich damals in dem Video im Januar schon gesagt habe, einfach eintrifft. Also es war quasi eine Vorhersage für jetzt, was so kommt. Es ist nichts Schlimmes in dem Video gesagt worden, aber ihr wisst ja, wie es hier läuft und ja, es ist ein uraltes Video und ich hatte wieder eine Woche Kanalsperre, aber ihr habt es nicht gemerkt, denn ich hatte ja Videos vorgedreht und so quasi die Kanalsperre überbrückt, weil sie eben schon auf meinem Kanal hochgeladen waren. Ja, soweit dazu. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, immer wieder krass. Ich sag ja, das Video ist alt, 8 Monate alt. Ich kann es euch gerne mal auf meinem Telegram-Kanal hochladen. Dann seht ihr, um welches Video es sich handelt. Also es ist wirklich kein schlimmes Video. Es ist so wie alle Videos. Ich berichte über Artikel und kommentiere die einfach mit meiner eigenen Meinung. Ja, aber sowas wird halt nicht gerne gehört und deswegen wurde es gelöscht. Natürlich habe ich Beschwerde eingereicht, habe ich ganz vergessen zu sagen. Aber die wurde nach, ich glaube, 25 Minuten abgeschmettert. Also das Video ging 33 Minuten. Die haben sich also nicht die Zeit genommen, das Video nochmal anzugucken. Warum denn auch? Ja, und dementsprechend, wie gesagt, hatte ich eine Woche Sperre. Habt ihr aber nicht gemerkt, zum Glück. Dann habe ich hier ein schönes Blatt vom RKI und zwar: Warum ist ein Pieks jetzt wichtig? Fakt 1, es gibt genügend freie Allwunderheilmitteltermine. Viele Arztpraxen, Allwunderheilmittelzentren bieten Allwunderheilmittel kurzfristig oder gar ohne Termin an. Auch ich habe im Urlaub solche Zentren gesehen, wo dran steht, jetzt schnell kommen Sie rein. Hier und jetzt sofort bekommen Sie den Pieks. Wunder, wunderbar. Fakt 2, bis zum vollen Allwunderheilmittelschutz dauert es mehrere Wochen. Als vollständig gepiekst gilt man erst 2 Wochen nach der Allwunderheilmittelverabreichung. Dann steht da ein Sternchen und unten drunter steht dann bereits nach einer Allwunderheilmittelverabreichung mit Johnson & Johnson. Da langt ja ein Pieks. Und Fakt Nummer 3, es gibt Erleichterungen für Gepiekste, keine Tests und Quarantänepflicht, außer bei Einreise aus Virusvariantengebieten. Ja, das sind die Vorteile des Allwunderheilmittels. Wirklich unglaublich toll. Müsste man sich auf jeden Fall überlegen, ob man nicht, wenn man diese Fakten hört, sich doch dazu bewegen kann, sich pieksen zu lassen. Dann war ja wieder am 10. August die wunderbare Ministerpräsidentenkonferenz und da wurden ja so einige Dinge beschlossen, unter anderem die 3G-Regeln, die spätestens ab dem 23. August gilt. Der 23. August war jetzt am Montag, das heißt Zutritt nur für Gepiekste, für Genesene oder für Getestete. Ja, Getestete mit einem negativen Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, Genesene mit Auffrischungs-Allwunderheilmittel nach 6 Monaten, steht noch unten im Kleingedruckten. Zum Beispiel bei Besuchen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Innengastronomie und bei Beherbergung, bei Veranstaltungen, Festen, Sport in Innenräumen, bei Inanspruchnahme körpernahe Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur. Die Länder können beschließen, in Landkreisen mit niedrigen Infektionsgeschehen die 3G-Regeln ganz oder teilweise auszusetzen. Das heißt, wenn die Inzidenz stabil unter 35 ist, können die sagen, okay, wir lassen jetzt mal die 3G-Regeln weg. Aber zum Beispiel hier, wo ich herkomme, in Baden-Württemberg, ist das inzidenzunabhängig, das heißt, die 3G-Regeln gelten immer. Ja, hier ist man ganz scharf auf den Pieks. Hier möchte man unbedingt, dass die Menschen sich pieksen lassen oder eben getestet sind oder genesen. Und dann noch natürlich, was jetzt auch endet, sind die kostenlosen Tests. Und zwar ab dem 11. Oktober sollen diese Tests dann Cash kosten. Ja, außer natürlich für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Allwunderheilmittelempfehlung vorliegt, zum Beispiel Schwangere und unter 18-Jährige. Also die sind davon ausgenommen. Ja, wirklich der absolute Wahnsinn, wenn ich so drüber nachdenke. Also wir, die Ungepieksten, sollen ja dann für den Test zahlen, aber man muss ja auch sagen, wir sind ja auch diejenigen, die die Tests die ganze Zeit über gar nicht in Anspruch genommen haben. Und wer ist meistens zum Testen gerannt? Genau die, die sich pieksen lassen haben. Das machen sie ja immer noch, weil bis jetzt ist es ja auch noch kostenlos und die Gepieksten dürfen sich ja auch testen lassen und deswegen würde ich dann auch gerne mein Geld wieder zurückhaben, weil wir haben ja genauso mit unseren Steuergeldern diese Tests finanziert für die Menschen, die sich da haben testen lassen und die jetzt gepiekst sind. Also finde ich es wirklich der absolute Wahnsinn, weil wie gesagt, diejenigen, die ganze Zeit ohne die Tests klargekommen sind, müssen jetzt dafür zahlen, wenn sie einfach gewisse Dinge
Dinge machen wollen. Die Dinge, die jetzt hier aufgeführt werden, möchte ich eh nicht machen, also von dem her ist es okay. Aber es wurde ja auch schon gesagt, dass die überlegen, das ganze Testkonzept auch für Lebensmittelgeschäfte anzuwenden. Also das wäre übelst krass. Also das ist wirklich was, wo ich mir denken würde, wo sind wir mittlerweile gelandet, wenn man einen Test bräuchte, um Lebensmittel einkaufen zu gehen. Also ich glaube, dann stehe ich wirklich vor den Lebensmittelläden mit riesen Plakaten, weil, nee, also das ist wirklich ultra krass, wenn das so weit kommen würde. Naja, aber das sind soweit die Beschlüsse, die sie da beschlossen haben. Ja, ich bin mal wieder ultra gespannt, was als nächstes kommt. Ich glaube nicht, dass es bei der 3G-Regel bleibt. Man spricht ja auch schon oft von der 2G-Regel und auch Hamburg hat ja schon die 1G-Regel in Erwägung gezogen, dass man nur noch gepiekste Menschen reinlässt und ich hoffe, dass diese Unternehmen bankrott gehen. Ja, ich habe absolut kein Verständnis dafür, weil diese Unternehmen, diese Menschen, die das machen mit 1G und so Zeugs, ja, das ist das, was wir von früher nun mal kennen, dass einfach eine gewisse Personengruppe und es auch noch gesunde Menschen sind, die einfach ausgeschlossen werden. Und das ist so abartig krank. Das war letztes Jahr noch eine absolute Verschwörungstheorie, genauso wie Anfang des Jahres. Und jetzt spricht man von 1G-Regeln. Einfach nur absolut krank. Für mich unverständlich, dass man sowas machen kann. Und hier habe ich noch was Wunderschönes und zwar von unseren Obersten. Auch Quelle RKI, Wochenbericht 12. August 2021. Hashtag Ärmel hoch. Ich lasse mich pieksen, weil. Erstens, Pieksen schützt. Ansteckungen von vollständig gepieksten. Sogenannte Allwunderheilmittel-Durchbrüche sind selten. Die Allwunderheilmittel sind sehr wirksam, vor allem gegen schwere Krankheitsverläufe. Ja, das ist das Einzige. Sie mildern angeblich den Krankheitsverlauf. Aber ansonsten bringt das Zeug nichts. Zweitens, Pieksen ist sicher. Alle zugelassenen Allwunderheilmittel haben die drei Phasen der klinischen Überprüfung erfolgreich bestanden und werden auch weiterhin eng überwacht. Tut mir leid, aber dieser Punkt stimmt nicht, denn die Allwunderheilmittel sind nur notzugelassen und die dritte klinische Phase findet gerade mit allen Menschen statt, die sich aktuell pieksen lassen und pieksen lassen haben. Drittens, Pieksen ist solidarisch. Wer sich pieksen lässt, schützt sich und diejenigen, die derzeit nicht gepiekst werden können, zum Beispiel Menschen mit Vorerkrankungen und kleine Kinder. Ja, das ist jetzt das neue Druckmittel und zwar die Kinder. Man lässt sich jetzt nicht mehr pieksen für die Alten. Davor hieß es ja immer, wir müssen die Alten schützen. Jetzt lässt man sich pieksen für die Kinder. Ja, weil die armen Kinder, vor allem die unter 12, die können sich ja nicht pieksen lassen. Und wenn wir Erwachsenen so unsolidarisch sind und uns nicht pieksen lassen, dann werden die Kinder krank. Kurze Info am Rande, Kinder sind gar nicht so schlimm von diesem Virus betroffen. Die ganze Zeit über nicht. Und aus dem Grund, dieses Druckmittel bringt gar nichts, weil es ist sage und schreibe mal wieder eine Lüge. Ja, wirklich der Wahnsinn, mit was sie die Leute dahin treiben. Aber es ist interessant, ich gucke immer wieder bei Facebook in die Kommentare und aus solchen Dingen und die haben sich ganz schön gewandt. Also es sind viele, viele Leute richtig kritisch geworden und vor allem die jungen Leute. Und das freut mich, denn die jungen Leute lassen sich einfach nicht mehr pieksen. Ja, es sind ja jetzt viele Alte gepiekst, viele wurden ja auch dazu verpflichtet, die waren ja in den Altenheimen und was da alles gelaufen ist, ich möchte es gar nicht wissen. Und jetzt sind ja auch hauptsächlich die Jungen dran und viele Junge sagen, hey, ich bin gesund, warum soll ich mich pieksen lassen mit einem Zeug, wo man nicht weiß, was passiert und viele junge Leute wollen ja auch noch Kinder bekommen und auch das steht ja so ein bisschen in den Sternen, was das Ganze für Nebenwirkungen mit sich bringt und aus dem Grund muss ich sagen, ein Daumen nach oben für die jungen Leute, die jetzt sagen, nö, mache ich nicht. Ich habe auch gehört, vor allem in Schleswig-Holstein haben sie jetzt auch wieder die Testpflicht eingeführt für die Menschen, die zum Fitnessstudio wollen und das Interessante ist, plötzlich sind die Fitnessstudios leer, weil die sagen, hey, ich lasse mich doch nicht testen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Also wirklich, solche Nachrichten, die freuen mich einfach unglaublich, wenn dann der Fitnessstudio-Besitzer sagt, ja, auf einmal stehe ich da und keiner kommt mehr. Das macht mich einfach total glücklich. Und man hat einfach recht, es hieß am Anfang, die Alten müssen hauptsächlich gepiekst werden, die Alten sind von diesem Virus betroffen und keine Ahnung, was uns alles gesagt wurde. Und dann kamen natürlich die Varianten, die ja auch dann die Jungen befallen haben, was man aber auch so gar nicht mitbekommen hat, so im Umkreis im Näheren. Und ja, warum soll man sich pieksen lassen? Also von dem her, ich finde es auf jeden Fall gut. Ja, dann hier ein Tweet von unserem Showmaster noch vom 15. August. Und zwar, Leverkusen und Köln handeln vorbildlich, wenn sie ungepiekste Erwachsene nicht ins Stadion lassen. Sie geben ein klares Signal, dass ein echter Fußballfan andere nicht gefährden will. Wir können nicht zur Freiheit zurück mit diesen hohen Inzidenzen. Hohe Inzidenzen sind ja jetzt dann wirklich schon ab 10, ist ja schon ganz schlimm. Ja, das ist ja schon eine richtig hohe Inzidenz. Und dann lässt man einfach die Fußballfans nicht mehr ins Stadion. Aber ihr seht ja, ein wahrer Fußballfan möchte die anderen nicht gefährden und lässt sich deswegen pieksen. Ich
brauche, glaube ich, dazu nichts sagen. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Dann war hier ein Artikel von der Welt. Und zwar, mehr als 23.000 Ärzte sind aus der Allwunderheilmittelkampagne ausgestiegen. Sie waren ein großer Rückhalt im Kampf gegen Corona. Die Allwunderheilmittelverabreichungen durch Kassen und Privatärzte. Doch nun lässt der Elan offenbar deutlich nach. Inzwischen pieksen deutlich weniger Praxen, als sich insgesamt beteiligt haben. Die Allwunderheilmittelhersteller wollen reagieren. Ja, vielleicht sehen sie auch, dass das, was die da oben machen, diese Allwunderheilmittelkampagne, gar keine so gute Sache ist. Und ja, steigen einfach aus. Besser spät als nie. Aber trotzdem immerhin Artikel von der Welt, die auch mal wieder kleine Wahrheiten ans Licht bringen. Dann war ja ganz groß mit der STIKO, dass sie jetzt doch eingeknickt ist und auf einmal die Allwunderheilmittelverabreichung für die Kinder ab 12 Jahren empfiehlt. Aber wenn man das Ganze nochmal sich durchliest und anhört, dann empfiehlt sie es nicht für alle Kinder, sondern für Kinder mit gewissen Vorerkrankungen. Also ich glaube, das ist wieder so eine Tatsache, die einfach verdreht wird, damit es einfach nach außen hin anders wirkt und anders gezeigt wird, damit die Kinder sich natürlich auch pieksen lassen und die Eltern sagen, hey ja, super, die STIKO, das war jetzt noch das letzte bisschen, wo mich daran gehindert hat, meine Kinder pieksen zu lassen. Jetzt sagt die STIKO, ja, ist in Ordnung. Aber wenn man sich das mal genauer durchliest und anschaut, wird es nur empfohlen für Kinder, die gewisse Vorerkrankungen haben und nicht für kerngesunde die Kinder, wo alles in Ordnung ist und die sich dann pieksen lassen sollen. Aber Tatsachen verdrehen ist ja auch so quasi die Stärke von unseren Medien. In dem Artikel, in dem das steht, den kann ich euch gerne mal unter mein Video packen, da könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Dann habe ich hier auch einen interessanten Artikel von Wochenblick.at und zwar vom 23. August. Unser Showmaster findet das spannend, geschädigtes Immunsystem bei Milliarden von Menschen durch das Allwunderheilmittel. Und das ist auch ein längerer Artikel, den packe ich euch auch unter mein Video, dann könnt ihr euch den einfach mal in Ruhe durchlesen. Ja, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Dann hat ja der Europapark den Vogel abgeschossen. Also ich bin ja unglaublich großer Fan vom Europapark. Jetzt nicht mehr so dolle. Ich war ja auch seit das Ganze angefangen hat nicht einmal mehr da. Und das, was sie jetzt gebracht haben, war absolut nicht cool. Und zwar habe ich hier einen Artikel von reitschuster.de. Wenn der Allwunderheilmittelstatus am Armband zu erkennen ist, umstrittene Kennzeichnung. Denn im Europapark hat das Management Armbänder in verschiedene Farben eingeführt. Und zwar um gepiekste und ungepiekste und nur getestete gleich auf den ersten Blick anhand der Armbandfarbe voneinander zu unterscheiden. Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, krass, heftiger Schritt, wie kann man sowas machen? Aber es hat unglaublich viel Kritik gegeben. Ich habe mir dann auch die Kommentare unter dem Post von Facebook durchgelesen. Also es haben sich ganz viele dazu geäußert und haben gesagt, hey, was macht ihr da? Das ist ja wirklich wie früher mit diesen Kennzeichnungen. Das geht absolut gar nicht. Und laut Bild-Zeitung hatte dann die Parkführung die Armbandmaßnahmen damit begründet, dass nach einer schnellen und praktikablen Lösung zur Umsetzung der Corona-Regeln in Baden-Württemberg gesucht worden sei, was sofort die Frage aufwirft, was sind das für Maßnahmen, die solche unsäglichen Auswüchse führen. Und tatsächlich gibt es in Ländl seit Montag die 3G-Regel. Menschen müssen genesen, gepiekst oder getestet sein, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Der Bild-Zeitung sagte die Sprecherin des Europaparks reumütig dann, das gehört in der Krise eben auch dazu. Wenn etwas nicht optimal läuft, muss es möglichst schnell geändert bzw. verbessert werden. Das habe man dann auch gemacht und hat es quasi wieder zurückgenommen. Aber es ist doch der Wahnsinn, dass sowas überhaupt schon mal gemacht wurde, wenn auch nur für kurze Zeit, weil es einfach enorm Kritik gehagelt hat, was auch richtig positiv ist, weil ich sehe, dass da viele Menschen sind, die sagen, hey, das geht nicht. Es gibt auch viele Gepiekste, die sagen, hey, pieksen ist eine freie Entscheidung und wer sich nicht pieksen lassen möchte, sollte trotzdem weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen können oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und das finde ich sehr positiv, dass es auch solche Menschen gibt. Natürlich gibt es auch diese ganz engstirnigen, die sagen, hey, ich habe mich pieksen lassen, sollen sich alle anderen um mich herum auch pieksen lassen? Nein, das ist der falsche Weg, weil auch ich sage, der sich pieksen lassen möchte, soll es gerne machen. Ich kann immer nur warnen, weil ich sehe, was hier einfach abgeht, aber ich würde nie jemanden dazu treiben, denn diejenigen, die dazu treiben oder diejenigen, die anderen dazu motivieren, sich pieksen zu lassen, machen sich für mich auch mitschuldig, wenn nachher was passiert. Und ich hoffe dann auch, dass die Menschen, die sagen, hey, geh dich pieksen lassen, wenn dann was passiert, auch für die Angehörigen und für die Menschen da sind, vielleicht auch mit Spenden oder sie einfach anderweitig unterstützen. Ja, genau, weil wenn man sich schon so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, lasst euch pieksen, auch wenn sie nicht vom Fach sind, dann seid auch bitte danach da, wenn irgendwas passiert. Den Artikel über den Europapark kann ich euch gerne unter mein Video packen. Wie gesagt, ist von Reitschuster und einfach der absolute Knaller, was die da gebracht haben.
haben. Ja, und dann am 25. August kam dann der Artikel, Bundestag verlängert die Corona-Notlage. Der Bundestag hat die umstrittene Corona-Notlage verlängert. 325 Abgeordnete stimmten dem Antrag von CDU und SPD zu. 253 votierten dagegen und es wurde jetzt quasi um 3 Monate verlängert. Und ich frage mich wirklich, warum? Jetzt haben es doch endlich ihr Allwunderheilmittel an den Mann gebracht. Viele Menschen haben sich dazu bereit erklärt, sich pieksen zu lassen. Und man muss ja auch sagen, wir fangen ja jetzt mit den Maßnahmen und den Einschränkungen schon viel früher an als letztes Jahr, obwohl wir ja jetzt sogar ein paar Schritte voraus sind, weil sich ja so viele pieksen lassen haben. Also es ist wirklich der Wahnsinn, es wird jetzt verschärfter dieses Jahr, obwohl ja so viele gepiekst sind, im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, und jetzt wird schon bei einer Inzidenz von 10 rumgeheult. Muss man einfach so sagen, es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was hier passiert, was hier gemacht wird und wie die Panik einfach weiterhin immer weiter getrieben wird. Es ist wirklich krass. Ja, und jetzt ist das Ganze um 3 Monate verlängert worden. Also bis zum November rein. Ja, warum nicht? Ja, auch unser Showmaster am 18. August getwittert, die Ungepieksten verstehen oft nicht, dass sie wahrscheinlich alle erkranken werden und das ist für keinen risikolos bei der Delta-Variante. Viele werden zu chronisch kranken werden. Ich verstehe nicht, weshalb man so etwas macht. Es macht keinen Sinn. Und wenn ich erkranke, ich habe einfach keine Angst. Ich sehe es ja auch so, die Menschen, die positiv getestet werden, haben ganz normale Erkältungssymptome und ich weiß, dass ich ein gesunder Mensch bin, ich bin jung und gesund, deswegen mache ich mir absolut gar keine Gedanken und einfach unglaublich viele Gedanken, wenn ich mich jetzt als gesunder Mensch pieksen lassen würde mit einem Allwunderheilmittel, was gerade mal eine Notzulassung hat und wo man einfach nicht weiß, was noch alles auf uns zukommt. Ja, und natürlich kommt jetzt eine neue Variante ins Spiel. Naja, sonst wird's ja auch langweilig. Das war jetzt wieder mal von unserem Showmaster ein Tweet vom 20. August. In UK und US scheint sich eine neue SARS-CoV-Variante zu verbreiten, die ansteckender noch als die Delta-Variante zu sein scheint, Name bisher AY.3. Das erinnert daran, wie wichtig der schnelle Allwunderheilmittelerfolg ist. Es wird auf jeden Fall noch gefährlichere Varianten als Delta geben. Ja, nur das Problem ist, dass dann auch das Allwunderheilmittel nicht mehr helfen wird und dann Runde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ansteht für die Gepieksten und deswegen das Ganze eine Never-Ending Story sein wird. Dann hier auch ein Artikel, Taskforce Vize Samina Hurst, Allwunderheilmittelpflicht kann für unentschlossene Erleichterungen bringen. Ja, bestimmt. Dann haben wir hier einen Artikel von infranken.de und zwar mit der Überschrift BioNTech und Moderna bedrohliche Nebenwirkungen von mRNA-Allwunderheilmittel. Damit müssen Gepiekste rechnen. Nach einer Allwunderheilmittelverabreichung wie mit BioNTech oder Moderna sind in einzelnen Fällen heftige oder sogar lebensbedrohliche Nebenwirkungen aufgetreten. Wir erklären, auf welche Anzeichen ihr achten müsst und wie häufig es zu schweren Nebenwirkungen kommt. Gesichtslähmung, Herzmuskelentzündung nach dem Allwunderheilmittel. Also das, was wir schon länger wissen. Wir wissen ja, dass es da Nebenwirkungen gibt. Wir wissen ja auch, dass die so ein bisschen verschleiert werden. Aber es gibt eben diesen Artikel bei infranken.de. Den kann ich euch gerne auch unter mein Video packen. Für manche was Neues. Wir sagen das schon länger, aber was soll man machen? Es sind ja nur irgendwelche blöden Spinner. Genauso wie mit der Inzidenz. Da wollen sie ja jetzt auch die Inzidenz kippen und nicht mehr so auf die Inzidenz achten. Ja, mal schauen. Wir sehen ja, wie sehr immer noch auf die Inzidenz geachtet wird. Man soll ja mehr die Krankenhausbettenbelegung im Auge haben, weil man ja jetzt gesagt hat, die Inzidenz, die ist ja willkürlich im Endeffekt, weil wenn sich da in dem einen Ort mehr testen und dann dafür mehr rauskommen, dann hat man ja eine höhere Inzidenz. Also das, was wir schon seit Ewigkeiten sagen, haben sie jetzt auch endlich mal rausgefunden. Ich sag ja, was soll man da noch groß zu sagen? Ja, Forscher haben jetzt festgestellt, dass die Plexiglasschutzwände gar nicht die Coronaviren abhalten. Na, sowas. Schnell alle wieder wegmachen. Die Frau Baerbock, die schließt die Allwunderheilmittelpflicht für bestimmte Gruppen nicht aus. Ja, zur Allwunderheilmittelpflicht bei Erziehern oder Pflegepersonal, aber nur, wenn sich die Corona-Lage in Deutschland drastisch verschlimmert. Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock begründet ihre Aussage vor allem mit der Lage in den Schulen. Ja, sicher. Ja, und dann haben wir noch hier von Wochenblick.at, man will das Allwunderheilmittel mit allen Mitteln unter die Leute bringen. Allwunderheilmittelpartys, Allwunderheilmittelbusse, zur Belohnung noch eine Bratwurst und nun kommt der nächste Streich. Pieksen während des Lebensmittel ein Kauf ist. An allen Ecken wird man zum Pieksen gelockt und gedrängt. Die Obersten rechnen wohl damit, dass immer mehr Menschen dem Druck nachgeben. Und das ist einfach unglaublich krank und nicht normal, dass man so mit dem ganzen Thema Pieksen umgeht. Wie gesagt, das gab es so zu keiner Zeit. Man hat seinen Pieks beim Hausarzt abgeholt und nicht neben der Wursttheke und hat noch dafür eine Bratwurst bekommen. Eine Riesenradfahrt oder was auch immer es alles gibt, das ist einfach nur krank und zeigt einfach, dass hier irgendwas nicht
stimmen kann. Und das war es soweit zu den wichtigsten News, was es alles Neues gibt, was alles passiert ist. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch zwei Videos vorgedreht und jetzt kam einfach wieder etwas über die aktuellen Nachrichten, über das aktuelle Geschehen, was gerade passiert. Ihr seht, es gibt keine Besserung, sondern man macht jetzt natürlich wieder Panik. Die vierte Welle steht vor der Tür, die Inzidenzen steigen, wie man es halt sieht. Und die Leute werden mal wieder schalu gemacht. Es geht weiter natürlich mit dem Allwunderheilmittel. Man möchte die Menschen dahin treiben. Ja, es hat sich einfach nichts geändert. Absolut gar nichts. Die 3G-Regel, manche machen die 1G-Regel, manche machen die 2G-Regel. Wirklich der absolute Wahnsinn. Man kann einfach dazu nur noch sagen, die Verschwörungstheorien von heute sind die Wahrheiten von morgen. Und dann natürlich auch noch die Menschen, die ständig sagen, dass das Pieksen was mit Solidarität und Toleranz zu tun hat. Nein, hat es nicht. Ich muss echt sagen, das sind Heuchler, die Menschen, die das sagen. Nämlich, wenn ihr euch dazu entscheidet, euch pieksen lassen zu wollen, dann tut es. Lasst aber die Menschen verdammt nochmal in Ruhe, die sich nicht pieksen lassen wollen. Ich bin gesund und jung, wie ich euch schon gesagt habe. Ich fühle mich gut, ich fühle mich in einer guten Verfassung. Also warum soll ich mir das Zeug pieksen lassen, wo einfach die Folgen total unbekannt sind. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen auch nicht, was in Jahren passiert, weil man ja immer wieder hört. Die Nebenwirkungen kommen gleich nach dem Pieksen zustande und nicht erst nach Wochen, Monaten oder Jahren. Ja, bla bla bla. Wenn ihr alles besser wisst, dann wie gesagt, lasst euch pieksen, aber lasst uns einfach in Ruhe. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Ich werde mich nicht pieksen lassen. Und wenn ihr da draußen dem Geschwurbel der Medien und natürlich auch unserem Obersten glaubt, dann herzlichen Glückwunsch. Und alle Wunderheilmittel, die ich mir bisher gegeben habe, waren einfach nur für mich. Deshalb ist auch dieses Geschwafel mit ich lasse mich pieksen für die anderen, das ist wirklich bescheuert, muss ich einfach dazu sagen. Und hat euch irgendjemand da draußen wunderbar in eure Köpfe eingehämmert, aber im Endeffekt piekst man sich einfach nur für sich. Ich habe mich bisher nur für mich gepiekst, Tetanus zum Beispiel, für mich. Ich lasse mich auch nicht für meine Freiheit pieksen, damit ich wieder ins Restaurant gehen kann oder sonst was. Ich bin ein freier Mensch und ich habe Grundrechte und meine Grundrechte sind nicht verhandelbar. Und auch nicht mit einem Pieks wieder zurückzuholen, sondern die sind einfach da. Ich muss nichts dafür tun, um sie wiederzubekommen. Also lasst mich einfach mit diesem Zeug in Ruhe. Und vor allem muss man ja auch sagen, die Menschen, die gepiekst sind oder die Menschen, die eine Maske tragen, die sind doch geschützt, oder? So wird es uns ja von den Obersten suggeriert. Und deswegen, warum wollen sie dann, dass wir uns auch noch pieksen lassen für die, damit die geschützt sind? Dabei schützen die sich ja schon selber. Es ist einfach jedem seine eigene Entscheidung. Die, wo wollen, sollen es machen. Die, wo nicht wollen, sollen es nicht machen. Und damit ist es auch dann vorbei. Es ist nämlich kein Gruppenzwang. Es heißt nicht, ich habe mich pieksen lassen, lass dich jetzt auch pieksen für mich. Sondern wenn du dich pieksen lassen hast, dann sei froh drüber, denn du bist ja geschützt. Punkt aus, Ende. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Mich nervt einfach das Thema. Ich lese es immer wieder, wenn Menschen schreiben, lasst euch pieksen, seid solidarisch, seid tolerant und sonst irgendwas, weil gerade ihr, die das schreiben, ihr seid absolute Heuchler, weil ihr seid ja gar nicht tolerant, weil ihr wollt ja die Menschen, die gesund sind, aus der Gesellschaft ausschließen. Und ihr wollt ja auch, weil ihr so solidarisch seid, die anderen Menschen, die sich nicht pieksen lassen wollen, dazu zwingen oder dazu motivieren. Aber warum? Was ist, wenn was passiert? Wie gesagt, seid ihr dann auch für die Leute da? Was soll man machen? Es geht immer weiter. Es bleibt einfach dauerhaft spannend. Ich lasse mich einfach nicht davon beirren. Wie gesagt, seid froh, dass ihr gesund seid. Bleibt eurem Standpunkt treu. Lasst euch nicht von irgendjemand was ans Ohr quatschen oder auch von einer Bratwurst bestechen. Schon allein das. Also derjenige, der das macht und sagt, naja, wenn ich da eine Bratwurst bekomme, dann lasse ich mich pieksen. Da fehlt einfach so ein bisschen was hier oben drin. Muss man einfach mal ganz klar dazu sagen. Und damit wäre ich am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sag ich tschüss. Muah.